kannst du meine wahre heilige Schönheit im Moment nur bruchstückhaft erkennen. Eines Tages jedoch wirst du mir von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. Dann wirst du mich so erkennen, wie ich dich heute schon erkannt habe. Doch bereits jetzt wird das Bewusstsein meiner Heiligkeit dich dazu bewegen, mich anzubeten. Und dafür stehe ich. Dafür stehe ich jetzt hier und ich bete Jesus Christus an und ich bete ihn in seiner Heiligkeit an. Wenn du darüber nachsinnst, wie vollkommen ich bin und er ist vollkommen, wie rein und absolut sündlos, erfüllte ich das mit Glück und Ehrfurcht. Ich möchte dich deshalb einladen, gemeinsam mit allen Engeln zu rufen: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott. Seine Herrlichkeit erfüllt die ganze Welt. Halleluja. Wenn du mich anbetest, veränderst du dich. Das ist ich. Und das habe ich erfahren. Und verwandelt sich mehr und mehr in den Menschen, als den ich dich geschaffen habe. Denn er hat uns schon gekannt und dich noch bevor wir geboren waren. Und er hat in uns, wir sind, genau, er hat uns schon gekannt von Anbeginn der Welt und er hat auf unseren Weg all unsere Wünsche und all unsere Träume, die wir haben auf Erfüllung und Liebe und Frieden, die hat er in unser Herz gelegt, denn dies sind unsere Träume und unsere Wünsche, die wir aber hier in der Welt niemals verwirklichen können. Wir können sie nur verwirklichen, indem wir zu ihm gehen, zu Jesus Christus. Er ist der einzige Retter, der einzige, der uns ein neues Herz gibt und der uns diese Wünsche und diese Erfüllung geben kann. Denn diese Erfüllung ist unendlich groß. Kein Mensch kann uns diese Liebe geben. Kein Mensch kann uns so lieben, wie Gott uns liebt. Und diese Liebe ist unendlich und unerreicht. Und dies ist wunderbar. Und deshalb kommt zu Jesus. Ihr seid in großer Gefahr. Solange ihr nicht bei Jesus seid, seid ihr in großer Gefahr. Denn ihr lebt in der sündigen Natur Adams. In der Sünde, die euch Freude gibt, die euch aber nur kurzzeitig Freude gibt, die euch ablenkt von der Leere in eurem Herzen. Denn in jedem von euch, der in Sünde lebt, ist diese Leere, die habe ich selbst gekannt. Denn solange wir nicht bei Gott sind, bei Jesus sind, er ist der Einzige, der diese Leere füllen kann, der uns die Liebe und den Frieden geben kann, nachdem wir das ganze Leben gesucht haben. Nur bei ihm können wir es finden, nur er kann es uns geben. Jeder weiß ganz genau, jeder, der hier vorbeigeht und nicht genau zuhört, ihr wisst ganz genau, wovon ich rede. Jeder weiß es, jeder sucht nach etwas, jeder sucht nach der Erfüllung. Das ist die Suche, die wir unser ganzes Leben lang hindurchführen. All eure Dinge, eure materiellen Dinge, mit denen ihr euch behängt, die können euch nicht diese Leere füllen. Ja? In der Bibel heißt es, euer ganzes Silber und Gold wird verrotten und verrosten. Wir wissen natürlich, dass Silber und Gold nicht rosten kann, aber das heißt, wir können es nicht mitnehmen. Und es kann uns nichts geben, es kann uns keine Liebe geben, es kann uns keinen Frieden geben, nichts davon. All unsere materiellen Dinge sind nichts als Unrat vor Gott. Ja? Schmeißt sie von uns, schmeißt sie von euch, dieses Rennen nach Statussymbolen. Vor Gott ist das nichts anderes als Götzendienst. Schmeißt es weg, ihr braucht es nicht. Es wird euer Herz nicht erfüllen. Erfüllen wird euch nur die Liebe Gottes. Kommt zu Jesus, lasst euch ein neues Herz geben. Er holt euch aus allem, aus aller Not, aus allem Schlechten, aus allem Üblen. Er hat gesagt, das Böse kommt aus dem Herzen der Menschen. Die bösen Gedanken kommen aus dem Herz der Menschen. Die Gedanken des Hasses, der Gewalt, des Ehebruchs, der Verleumdung, der Verbitterung, all diese Gedanken kommen aus eurem Herzen. Deswegen lasst euch ein neues Herz geben, ein Herz aus Fleisch und Blut. Denn Jesus hat gesagt, ich nehme euer versteinertes Herz aus euch heraus und gebe euch ein Herz aus Fleisch und Blut. Und dieses Herz erfüllt euch. Es wird euch mit Liebe erfüllen. Die Liebe, die ihr euer ganzes Leben gesucht habt, der Frieden, den ihr euer ganzes Leben gesucht habt, die Erfüllung. Jesus hat euer Leben vorherbestimmt. Er hat all eure Träume und Wünsche, hat er aufgeschrieben, die hat er schon festgelegt und er möchte es euch geben. Aber solange ihr nicht bei Jesus seid, solange ihr euch nicht ihm zuwendet, um ihm vertraut,
kann er euch das nicht geben. Ihr lebt in der sündigen Natur Adams und ihr könnt euch nicht davon fernhalten, von der Sünde. Ich habe selbst erlebt, ich habe versucht aufzuhören zu rauchen, zu trinken, ich habe selbst nicht geschafft. Erst als ich zu Jesus gegangen bin, war das von heute auf morgen weg. Die Bindung an die Sünde, so heißt es, so steht es auch in der Bibel. Ich löse euch die Bindung von der Sünde und die Ketten der Finsternis. Sie werden gebrochen. Durch das heilige, unschuldig vergossene Blut, Jesus Christus. Schau auf ihn, schau auf Jesus. Er wird dich frei machen von der Bindung an die Sünde. Geh zu ihm, unterwerf dich ihm. Und dann wirst du die Liebe und die Erfüllung, von dieser Liebe und Erfüllung möchte ich heute berichten. Denn wir haben sie empfangen. Ich habe sie erlebt. Ja, die Erfüllung habe ich erlebt. Und die Kraft Gottes, sie hat gewirkt in meinem Leben. Sie hat Wunder gewirkt. Ich kann euch sagen, ich hatte eine unheilbare Krankheit, eine Autoimmunerkrankung. In den letzten Jahren, vor 4 Jahren, hatte ich die letzte OP. Und das hat sich immer mehr zugespitzt. Ich habe nur unter Schmerzen gelitten, nur unter Schmerzen gelebt. Als ich zu Jesus gegangen bin, Jesus, ich wusste nicht, dass Jesus auch heute noch wirkt. Ich war 15 Jahre, war ich schon im Gottesdienst. Ich bin in den Gottesdienst gegangen, ich habe auch die Bibel gelebt, aber ich habe mich nicht vollständig Jesus unterworfen. Ich habe nicht seinen Geboten befolgt, ja. Und was ist passiert? Ich bin frei gemacht worden. Frei von dieser Krankheit. Ich hätte es nicht gedacht. Jesus, ich habe gedacht, Gott hat vor 2000 Jahren gewirkt und er wirkt heute nicht mehr. Ich habe gedacht, Gott hat vor 2000 Jahren zu den Menschen gesprochen. Er spricht heute nicht mehr. Aber so ist es nicht. Die Bibel sagt und Jesus sagt, wenn ihr zu mir kommt, dann hört ihr meine Stimme. Meine Schafe hören meine Stimme. Und ich habe gedacht, das ist einfach nur so ein Spruch. Es ist Wahrheit. Er spricht heute noch. Und er spricht zu jedem Einzelnen von euch. Er spricht in euer Herz hinein. Das Gewissen, das ihr habt, wenn ihr irgendwas gemacht habt, wenn ihr euch mit jemandem gestritten habt, wenn ihr eine Verbitterung in eurem Herzen habt, wenn ihr eine Unvergebenheit in eurem Herzen habt, das Gewissen spricht zu euch. Gott spricht zu euch. Er sagt zu euch, nimm diese Versteinerung weg. Geh zu dem Menschen. Entschuldige dich. Hebe den Streit auf. Ja, deswegen spricht er von unserem versteinerten Herzen. Deswegen sagt er, kommt zu mir, ich nehme euer versteinertes Herz aus eurer Brust und gebe euch ein Herz aus Fleisch und Blut. Und dieses Herz ist angefüllt mit der Liebe Gottes. Die Liebe, die ihr nirgendwo anders finden könnt. Und wir sind heute hier, um diese Liebe zu bezeugen und um die Kraft Gottes zu bezeugen. Denn diese Wunder, die er gewirkt hat, nicht nur in meinem Leben, auch im Leben vieler meiner Glaubensgeschwister, Jesus hat gesagt, du musst wiedergeboren werden aus Wasser und Geist. Und diese Wiedergeburt habe ich erlebt. Das ist die Kraft Gottes, die uns ermöglicht, über alles Böse zu stehen. Ja? Denn der Satan ist ganz geschickt. Er weiß genau, wo er uns treffen kann, was wir besonders mögen. Ja? Er ist hier auf die Welt geschickt, damit er uns versuchen kann. Und er macht das ganz geschickt. Und wir leben alle. Alle lassen wir uns darauf ein. Und wir verkaufen unsere Seele. Holt euch eure Seele zurück. Geht damit zu Jesus und er wird euch retten. Halleluja, gepriesen sei der Herr.